zum Morgengebet. Willkommen zu spät. Schnell, lauf. Los, mach schon los, was. Los, komm. Jalla, beeilt euch, Leute. Verteilt euch hier vorne. Hier vorne. Du musst dahin schauen. Dein. Fick dich, Bruder. Osten ist da. Nein, verbeug dich dahin. Da ist Mekka. Nein, Osten ist da. Da ist Mekka. Quatsch, die Richtung ist Osten. Wir sind über Mekka drüber geflogen. Wir sind an Mekka vorbei. Ist doch hirnamputiert. Mekka ist im Osten. Da, wo die Sonne ist. Auf geht, du verspasteter Packi-Pisser. Bist du zu Blut zur Welt gekommen oder ist das deine Tarnung? Wir beten in dieser Richtung. Dein Mekka ist nämlich da lang. Ist es nicht du? Dreh dich einfach um, ich erklär's dir später. Dreh dich um. Das amerikanische Spionflugzeug. Die Drohne. Rennt weg, schnell in Deckung. Ich habe nie öffentlich behauptet, tiefergehende Kenntnisse des Islams zu haben, weiß aber, dass die meisten britischen Moslems nicht ins Ausland gehen wollen, um sich gegen die britische Außenpolitik zu positionieren. Sie wollen vielmehr ein normales Leben, einen ruhigen, friedlichen Alltag. Und das befürworten wir. Ja. Ein guter Moslem soll immer schön den Mund halten. Ach, das ist ja. Da wundert ihr euch, dass die Kinder in die Ausbildungslager wollen? Das habe ich in keinster Warum Weise wollen gesagt. Die Kinder denn in die Ausbildungslager? Zunächst ist der Begriff Ausbildungslager zurückzuweisen. Sie haben ihn gerade selber verwendet. Nein, da irren Sie sich. Die sind eine Fantasie des Westens, weil nämlich alle hier denken, die Moslems rennen mit Gewehren und Bomben durchs Gebirge, weil euch das gut in den Kram passt, oder? Aber sie existieren doch, diese Lager. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie nicht existierten. Ich sagte vielmehr, wenn Sie mal zuhören, wenn sie nicht existierten, hätten sie vom Westen erfunden werden müssen. Das ist völliger Unsinn. Ja, Mann. Ja, diese ganze Debatte ist doch ein Witz, Mann. Zu den Fragen kommen wir später, bitte. Ihr denkt doch, wir sind alle Bombenleger, oder das nicht? Das ist absolut. Nein. Wenn ihr so jemanden wie mich seht, denkt ihr sofort Bombenleger, oder? Ja, das denkt ihr. Ich denke das Warum nicht. Soll ich also kein Bombenleger sein, wenn ihr mich so behandelt? Mashallah, Bruder. Ja, mashallah. Yeah. Ich bin Mujahedin und ihr werdet gleich sehen, wie das Ding explodiert, damit ihr es kapiert. Voll wie Tupac sagt, Alter, wenn er stirbt, lebt er weiter. Im Paradies ist er frei und ihr endet als Brei. Allahu Akbar! Spinnst du, Alter? Mashallah, Bruder. Was? Ja, was denn? Nur weil ich Moslem bin, dachtet ihr, es wäre echt? Ja, dachten wir. Also ich nicht. Ja, da kommen wir schon. Brüder und Schwestern, sie bringen mich nach Kuba! Er wird entführt! Seht ihr, er wird entführt! Quatsch, warte! Anti-Ortungsmaßnahme. Du nicht, du bist doch noch hier drin. Los, rein da. Okay, hab ich gehabt. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Barry sagt, verschwimmen lassen. Hört auf damit! Aufhören! Die Überwachungskameras zeichnen Videos auf. Darauf würdet ihr aussehen wie ein paar Derwische auf Speed. Und das nächste Mal, wenn Barry sagt, ihr sollt was tun, lasst es sein. Also, mein Plan ist es, eine Bombe an einer Krähe festzumachen. Krähen sind nicht mehr unsere Liga, Faisal. Ich folge dem Ruf, Bruder. Ausbildungslager in Pakistan. Still, Watsch! Das ist die Drohne. Wir müssen sie abschießen. Es muss Gottes Plan gewesen sein. Ich bitte dich, wie kann sowas Gottes Plan sein? Es kann jedenfalls nicht sein Plan sein, dass du die Jungs mit Barry allein lässt. Wir brauchen kein Lager. Wir sind ausgebildet und bereit. Auf irgendeinem Bergspaß, der uns erklärt, wie man Zünder baut, kann ich verzichten. Denn was wir hier machen, muss in die Geschichte eingehen. Ein Echo für Jahrhunderte. Irgendwas hochbomben. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. Was? Unser Liebmann sagte, wir sollen Bomben bauen. Wir verstecken sie unter den Kostümen Hassans Van. Für den Spendenlauf seid ihr etwas spät dran, hä? Ihr werdet euch totrennen in diesen Anzügen, Jungs. Ist ja für eine gute Sache. Aber sie können nicht hochgehen! Nein, du bist nur verwirrt, Bruder. Bin ich nicht verwirrt, Bruder? Ich habe gerade voll Fotos von meinem Gesicht gemacht. Ist 100 pro nicht mein verwirrt Gesicht. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Barry sagt, verschwimmen lassen. Den Karton ab. Ich darf mein Gesicht nicht zeigen.